Ja, Erich, schön, dass du heute bei uns bist. Wir haben uns ja schon vor einigen Monaten kennengelernt bei einem Interview für klar.tv. Und jetzt bist du heute das erste Mal, wenn ich es richtig weiß, auf der AZK. Wie ist dein Eindruck von der gesamten Stimmung, von dem, was du hier so vorgefunden hast? Ja, es war in der Tat das erste Mal und ich bin immer noch überwältigt von dem Tag insgesamt heute. Sowohl von der Dimension, aber auch von dem, wie es abläuft, die Organisation, auch die unterschiedlichen Referenten mit dem Gesamtbild der Bewegung, der Musik zwischendurch. Ja, natürlich auch mit Ivo Sasek, der immer die richtigen Worte zu finden scheint. Also ich fühle mich als Teil einer großen Familie und bin wirklich sehr beeindruckt und überwältigt. Ja, super, das ist natürlich wunderbar. Erich, du hast vor einigen Jahren dein Leben sozusagen auf den Kopf gestellt. Du bist ja eigentlich, soweit ich das weiß, in der Finanzbranche bzw. Versicherungsbranche tätig gewesen und hast das dann komplett umgestellt, um das zu tun, was du heute tust. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also um es abzukürzen, ist einfach dadurch gekommen, ich habe festgestellt, dass ich im Grunde mit dem Arbeiten in der Finanzbranche eigentlich ja Teil des Problems selber bin. Und wie ich das realisiert habe, einfach durch Kundentelefonate, warum gibt es die ganzen Kosten, warum kriege ich immer keine Leistung oder zu wenig, habe ich eben nachgedacht, woran das liegen kann, bin den Dingen auf den Grund gegangen. Und je mehr ich gegraben habe, desto mehr Geheimnisse der Finanzindustrie musste ich eben entdecken. Und dann wurde der Drang natürlich irgendwann so stark, dass ich sagte, also jetzt muss ich die Menschen darüber aufklären, habe Vorträge gehalten, ein Buch geschrieben und habe mich eben auf den Weg der Aufklärung gemacht. Ja, du hast das, glaube ich, mal mit dem Satz beschrieben, die Sozialisierung der Verluste und Privatisierung der Gewinne. Das geht in diese Richtung, oder? Richtig, das ist das Spiel, das die herrschende Klasse, sprich die Finanzelite, sehr geschickt eingefädelt hat. Und im Prinzip ist die Finanzindustrie für alle gut, nur nicht für uns Menschen, sondern eben für die Industrie und für die Eigentümer dieser Industrie, die eben dann die Gewinne abschöpfen und den materiellen Reichtum immer mehr in das obere 1% transportieren. Das ist eben der Plan und da sind die kräftig dabei. Wie schätzt du das ein in der Bevölkerung? Wie weit spüren die Menschen immer mehr, dass sie irgendwie über den Tisch gezogen werden, dass da irgendwas verkehrt läuft? Hast du das Gefühl, das hat sich irgendwie die letzten Jahre verändert? Ja, das hat sich die letzten Jahre dramatisch verändert, würde ich also sagen. Es ist zum einen ein Erkennen, dass das System ja keine Wahrheit verträgt, dass einfach die Dinge nicht benannt werden dürfen, da gibt es Gegendruck. Und je mehr die Menschen bemerken, ja irgendwie was so in den Nachrichten kommt, was in der Zeitung steht, was die Verkäufer der ganzen Produkte uns erklären, das scheint alles nicht so zu stimmen. Und desto mehr denken darüber nach, desto mehr wachen auf. Und das ist schon fast exponentiell, wie hier die Entwicklung vor sich geht. Aber es fehlt vielleicht noch ein bisschen ans in die Handlung gehen. Also sprich, verstehen und wissen und kapieren tun jetzt immer mehr, immer schneller. Aber so dieser Mut, etwas zu tun, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wie es Ivo Sasek heute gesagt hat, als großer Schwarm in der Schwarmintelligenz sollte uns das jetzt auch nach und nach gelingen, wenn wir auch alle erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ja, gerade für diese Ansätze war ja der Tag heute gut und auch der Vortrag, dass du uns erzählt hast. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, so deine Lösungsansätze, wo du uns siehst, was wir einfach als Menschen, die sich mit den Dingen beschäftigen, einfach tun können, um die Situation zu verbessern. Ja, also da gibt es natürlich viele Dinge, aber die wichtigsten vielleicht in aller Kürze. Unser Geld sollten wir nicht auf der Bank lassen, sondern dort holen, weil da hat es mir schon nichts verloren. Das habe ich heute im Vortrag ausführlich dargestellt, weshalb. Und es wäre sehr sinnvoll, wenn man das Geld schon von der Bank holt, dann auch vernünftige Dinge damit zu tun. Damit meine ich vor allen Dingen die regionale Vernetzung zu stärken. Das heißt, ich muss mich vor Ort umgucken, wem kann ich wo wie helfen, sei es der Biobauer, sei es ein Handwerker, der mit der Bank ein Problem hat. So muss ich einfach miteinander besprechen. Dann kann ich dort vielleicht ein Darlehen bei seiner Hausbank ablösen, beim Bauern, beim Unternehmer und kann mit ihm einfach auf eine andere Art und Weise vereinbaren, wie eben der Ausgleich dafür auch stattfinden kann. Also diese Hilfe untereinander wäre sehr wichtig, dann eben auch diese Vernetzung vor Ort vor der Haustür, damit man sich dort eben kennenlernt, wenn man sich noch nicht kennen sollte. Also auch die Befriedung vor der eigenen Haustür wäre heute also wirklich ganz wichtig. Und wenn man eben durch dieses tägliche Miteinander, ich helfe dir beim Holzmachen und wenn du Hilfe brauchst, umgekehrt, hilft er mir mal. Also so entsteht einfach auch ein Miteinander, ein neues Wir. Und das wäre so für mich der wichtigste Punkt, dass wir in dieses regionale gemeinsame Tun, ins Umsetzen, in die Lösung eben kommen. Und da hilft schon auch, das Geld von der Bank zu holen. Das wäre so
Aspekt auf jeden Fall. Das zweite wäre natürlich, dass diejenigen, die Dinge jetzt erfahren haben, die Dinge verstanden haben, die sozusagen aufwachen, dieses Wissen auch weitergeben. Also andere animieren, darüber nachzudenken, aufzuklären, also auch dort das Wissen zu verbreiten und auch, sagen wir mal, Diskussionsgruppen einmal die Woche, einmal im Monat zu bilden, sich einfach zu treffen, gute Dinge zu tun. Schadet auch nichts, wenn man sich eh schon trifft, mal eine halbe Stunde für einen Frieden zu meditieren. Wir wissen heute alle im Bereich der Quantenphysik, Quantenheilung, was Gruppenmeditationen alles bewirken können. Im Positiven, also wir können auf allen Ebenen sehr, sehr viel in Richtung Lösung tun. Und wichtig ist nur, dass wir es eben tun, weil mit Verbleiben in der Komfortzone, Füße hoch, das wird nichts. Also wir müssen jetzt in die Handlung kommen. Es geht jetzt um die Action. Ja, danke schön. Ich denke auch gerade das, was du beschrieben hast, so mit der Nachbarschaft, dass man da irgendwo miteinander was tut oder sich gegenseitig hilft, schafft auch Vertrauen. Und ich denke, das ist genau das, was wir auch brauchen, wenn wir so ein wenig gegen den Strom schwimmen. Vielen Dank, Erich, für den Tag heute, für den fantastischen Vortrag und alles Gute für die Zukunft, ne? Ja, ebenfalls. In dem Sinne, bis bald und danke schön, dass ich dabei sein durfte.